Good morning in the morning. Ich bin die verrückte Ente und wir sind zurück zu einem erneuten Let's Play. Und fangen direkt mal hier an, den guten Tom zu schicken, denn ich habe gar keine Spitzhacken mehr. Dann soll er direkt mal loszischen und eine Spitzhacke holen. Würde ich sagen, ja. Kann er ruhig mal machen. Des Weiteren können wir direkt mal eine XP-Karte. Halt, da waren schon welche. Hier. Aktivieren. Finde ich doof, dass das Diamanten kostet, da eine extra. Ich denke, man kann einen Schub zusätzlich aktivieren. Wieso kostet der denn dann? Das finde ich ein bisschen komisch. Kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch verstanden habe. Weiß ich nicht. Und dann habe ich tatsächlich die letzte Aufgabe, habe ich eine Fischaufgabe angenommen. 110 Kilo. Habe ich mir gedacht, passt doch perfekt zum Event. Schön. Schön. Sehr schön. Finde ich gut. Passt doch perfekt eigentlich zum Event, oder nicht? Ja, schön. Ey, ich werd noch Millionär. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Jetzt wieder Jackpot. Jackpot. Nee, schade. Komm, einmal noch. Ich will den Jackpot. Ich will den Jackpot. Ich brauche 100.000 wieder. Na, oh, ey, so knapp. Naja, egal. Scheune voll. Scheune voll. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier so ein paar Sachen wegschicken. Das machen wir sowieso. Angeln gehen können wir ja dann eigentlich auch nicht, ne? So, hier mal Geld einsammeln. Zack, zack. Also, ich habe, glaube ich, angefangen wieder zu spielen mit 5,5 Millionen oder sogar mit 6 Millionen. Jetzt ist es gesunken auf 3,6 Millionen. Ich hätte schon ganz gerne wieder mal Geld. Also so richtig viel Geld. So 6 Millionen, 10 Millionen. Ja, das wäre schon nicht schlecht, würde ich sagen. Ne? Könnte man gut machen. Könnte man gut machen. So, das gibt auch nochmal richtig schön XP. Dann machen wir auf jeden Fall wieder Möhren. Immer Möhren. Immer wenn ich mit euch spiele, Möhren, Bohnen, Zucker. Weil das ist immer das, was ich am meisten brauche. Weizen und so findet man auch in der Zeitung. Das ist jetzt nie so tragisch, wenn ich da mal das Feld voll habe. Dann ist das eigentlich egal. Aber das, Möhren findet man nicht so leicht. Also man findet es manchmal, aber nicht so leicht in der Zeitung. So. Und ich brauche sehr viele Möhren für die Haustiere. Genau wie für meine echten Tiere. Die essen auch nur Möhren. Ja, nicht nur, aber schon eine ganze Menge. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und ihr seht, ich habe bald ein Level up. Ne? Das kommt auch immer näher. Und wir gehen jetzt einmal schnell schon mal zwei, drei Fische fangen. Kommt her, ihr Süßen. So, komm, jawohl. Fein, 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 fein. So, eigentlich brauche ich gar nicht mit den bunten. Ich will ja jetzt auch keine besonderen Fische fangen. Mir ist das eigentlich ja fast egal, was für einen Fisch ich fange. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr nach Fischen angelt, also bestimmte haben wollt, dann während einem Event im Buch seht ihr, wo welcher Fisch mit welcher Angel, welchem Angelhaken zu fangen ist. Aber mir ist das eigentlich egal, ob ich jetzt irgendeinen Fisch habe oder nicht. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. So. Aber ich könnte mal gucken, 10 Kilo mit bei 3 Fischen, vielleicht werden tatsächlich vom Kilo, von den Kilos her die Fische besser mit anderen Haken. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel der jetzt bringt. 3 Kilo, ja, es ist jetzt halt nicht so prall, ne? Ist jetzt nicht so mega.
Gucken wir mal bei dem. Aber das sind alles einfache Fische, irgendwie habe ich das Gefühl. Mit den bunten Haken sind manchmal Fische. Oh, das nervt schon ganz schön, finde ich. Also, ist ganz schön schwer dann, die überhaupt zu fangen. Aber die sind alle relativ gechillt und einfach. Ich glaube, ich darf das nicht zu laut sagen, sonst. Ja, guck mal, ne? Also, gut, die bringen jetzt alle nicht so das Supergewicht auf die Waage. Da sind jetzt keine 10-Kilo-Fische bei, ne? Müssten wir jetzt mal gucken. Warte mal. Gucken jetzt nochmal bei dem. Ah, 4 Kilo. Und jetzt machen wir mal wieder einen bunten Haken. Nehmen wir mal den hier. Das sind halt immer Tickets, ne? Also, die Haken werden ja hergestellt mit Tickets. Und ist schon ärgerlich. Also, ein lila Ticket. Da kann ich mir was Besseres mit vorstellen, als hier so ein Fisch zu fangen. Ja, guck mal, der wehrt sich schon viel mehr, ne? Oh mein Gott. Viel stressiger. Nee, da habe ich eigentlich keine Lust. Viel stressiger. Und sind auch nur 4,6 Kilo. Also, so jetzt nochmal hier. Immer wieder mal auch ein bisschen die Sachen wegschicken. Bienen natürlich mal kurz. So, 15.008 und sag mal schnell, 8 und. 8 und brauchen wir. 8 und. Wartet. Mann! Ich will mal eben hier die abernten. Es gibt natürlich auch schön XP. Ne? So. Und ich glaube. Oh, ich glaube. Oh ne, der ist auf Helfen. Ja, komm. Den beleben wir mal wieder. Die machen wir weg, weil das wusste ich, dass die zum Wegmachen sind. Und da mache ich jetzt auch keine neuen hin. Da warte ich, bis die anderen dann auch weg sind, weil sonst habe ich da wieder so, ja, ein paar, die fertig sind, ein paar, die nicht fertig sind. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und dann habe ich so unterschiedliche Bäume. Da habe ich jetzt leider viel zu viele von. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das sieht immer doof aus, ne? Hast einen Baum so, einen Baum so. Und das sieht uncool aus. So. Hallo. Also mit den bunten Haken. Ah, nee, das. Also. Wenn der jetzt keine 10 Kilo wiegt, dann. Nee, also dann nehme ich normale Haken. So, hier nehmen wir jetzt einen normalen Haken. Und ich sag's, wie es ist. Also nur, um jetzt einen Fisch zu kriegen, den ich noch nicht habe, ist mir das ehrlich gesagt auch nicht wert. So, man kriegt zwar ein paar, nein, man kriegt zwar so ein paar Diamanten, wenn man irgendwie einen Fisch dann hat, aber ja, dann lieber hier auf Nummer sicher meine 3, 4 Kilo immer abholen. Oh, 1,9. Ey, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Oh mein Gott, das ist echt ein bisschen wenig. Ich kann mich noch erinnern, früher, ne, also wo ich mit Heyday angefangen habe. Und wenn ich da eine Derby-Aufgabe hatte mit Angeln, und ich hatte ein kleines Level noch, und ich habe trotzdem die Angelaufgabe genommen. Oh mein Gott. Mit meinen 5 Angelfeldern hier. Wie lange ich da immer. Da musste ich immer warten, bis die Felder wieder frei sind. Also das war richtig, richtig. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. So 17. Wir brauchen noch über 20.000. Ich hoffe, ich kriege überhaupt die ganzen Punkte zusammen fürs Level Up. Das wäre jetzt echt doof, finde ich. Das wäre blöd. So. Guck mal, also es ist viel, viel einfacher mit den normalen. So, jetzt haben wir überall geangelt. So. Aber 110 Kilo ist doch viel mehr, als ich dachte. Ich habe gedacht, ja, 110 Kilo ist, komm, kann man machen. Ist ja nicht so schlimm. Nee, nee, aber es ist eine ganze Menge. So, da haben wir auch.
Punkte geholt. Jetzt machen wir hier noch. Ja, das dauert jetzt. Gut, wenn ich die Produkte abhole, gibt auch nochmal alles Punkte. 22, 16, ja komm. Davon ein paar. Davon habe ich. Ja, ich muss diese Dings machen, ne? Diese Kekse. Waren das Kekse? Moment. Kekse muss ich machen. Oh! Ja, perfekt. Ich habe Kekse gemacht. Vielleicht noch mehr. Ja. Noch mal mehr. So, keine Eier mehr. Zack, zack. Ja, Eier ist auch so ein Produkt, kommt überall rein, ne? Man braucht wirklich für alles Eier immer. Karottenkuchen, ja, mir fehlt ja immer der Karotten. Also die Karotten fehlen mir immer. Fisch! Oh ja, oh ja. Das müssen wir machen, damit der ganze Fisch jetzt wegkommt. So, die muss nur die Eier einsammeln. So. Die sammeln leider ein bisschen langsam ein. So, komm, weg damit. Boah, gute Marmelade, so viel Marmelade. Und so, ganzen Fischpasteten hat man auch eigentlich immer zu wenig. Also Fischpastete immer zu wenig. Deswegen trifft sich das ganz gut. Oh, ins Tal können wir auch gehen. Ja, aber das bringt ja jetzt keine Punkte. Also jetzt machen wir erstmal hier Punkti, Punkti, Punkti. Da die Sachen einsammeln. Tja, wenn ich wüsste, hier, die kann ich einsammeln. Oh, das gibt auch noch mal gut Punkte, oder? Naja. Gut nicht, aber ein paar Punkte hat es auf jeden Fall gegeben. Nee, Eier möchte ich jetzt eigentlich keine. Machen wir Tomaten. Ganz viele Tomaten. Die sammeln wir ein. Ja, 22. Komm, wir machen mal davon so richtig viele. Auch wenn ich schon 22 hatte. Und. Ja, es sind doch alles so wenig Punkte. Ich habe jetzt schon 50% mehr XP. Und trotzdem habe ich das Gefühl, viel zu wenig Punkte. Ich könnte jetzt natürlich. Oh. Oh, wer hat denn da geholfen? Ich könnte jetzt natürlich. Ja, hat die eine Helferaufgabe, dann könnte ich mehr für die. Nee, die hat gar keine Aufgabe. Dann hätte ich nämlich noch ein paar. Hätte ich für die was hingetan. Lasst mal gucken. Ja, also. Wobei, guck mal. Das kann ich direkt machen. Das ist kein Problem. Oh, was ist denn hier los? Alter Schwede. Hier hat der Blue wieder zugeschlagen. Und die Amelie. So. Jetzt gucken wir mal. Tiere füttern. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ne? Fertig. Zack, zack, zack. Fertig. Zack, zack, zack. Zack. Und fertig. So. Jetzt können wir nämlich. Moment. Ja, ich muss auch die hier, ne? Die muss ich, glaube ich. Für die andere Derby-Aufgabe, für die andere Farmpass-Aufgabe muss ich die auch zuweisen. Also die muss ich fertig machen, die Leute. Die anderen schicke ich ja alle weg immer. Ne? Also das werde ich aber in einem Tutorial nochmal, so ein Derby-Tutorial, wie man am besten vorbereitet und so. Die kann man hier alle wegschicken. Weg mit euch. Pfui. Weg. So, und dann mit dem Zug nehme ich die. Bei den anderen Leuten abholen, die man nur einmal braucht. So sieht es nämlich aus. Ne? So. Und den letzten. So. Zack, zack, zack. Alle abgeholt. Oh nein! Aber kommt trotzdem. Ja, gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Gucken erstmal jetzt hier farmpasstechnisch, was hier passiert. Ein Hut und Geld. 100.000. 100.000, ich werde wirklich bald zum Millionär. Ich werde bald Millionär. So, eine Karte, auch wieder sehr, sehr gut. Der Hut,
Du hast einen neuen Hut. Richtig geil. Oh, da bin ich noch nicht. Okay. Da bin ich noch nicht. Hier. Wem setzen. Komm, wir setzen denen den Hut auf. So, kommt. Nee. So. Ich weiß da jetzt zwar nicht, was der Unterschied zwischen dem ersten Bild und dem letzten Bild ist, aber machen wir mal so. Und da! Ach so, das sind insgesamt einzelne Schweine. Also das eine hat immer den Hut auf und das andere. Ah, ich dachte, das ist jeweils, wie die sind. Ja, passt ja. So. Dann können wir ja jetzt zum Beispiel den dir aufsetzen, ne? Und dir. Also zwei Kühen. Ja, passt doch. Irgendwann hat man mal 300 Hüte und dann ist das Ganze cool. Jetzt im Moment ist das eher so. Ja, na gut, ne? Oh, ey, Moment. Habe ich 86 Holzhämmer? Habe ich 86 Holzhämmer? Okay. Warum? Wer braucht das? Wer braucht 86 Holzhämmer? Oh mein Gott. Moment. Die muss ich erstmal loswerden, ja? 4000. 4000. 4000. So. Paar Holzhämmer reingesetzt. Mann, 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 Mann. So. Die Ringe weg. Also ich muss sagen, meine Scheune ist echt gut gefüllt eigentlich. Ich bekomme auch gut die Sachen weg. Ja, davon machen wir mal welche. Eins geht noch so. Eins. Tee habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich muss, glaube ich, Tee jede Menge machen. Öl kann ich nicht mehr machen. Auf null. Genau, ich wusste es. Nein. Na, ich habe keine Oliven. Ich habe echt keine Oliven mehr. Ja, komm, hiervon müssen wir mal ein paar machen. Oh, Zwiebeln auch, ne? Zwiebeln muss ich auch machen. Ich brauche, glaube ich, mehr Platz. Ich brauche echt mehr Platz. So. Ey, ich finde echt beim Event, ne? Finde ich zu wenig, was es da gibt. Überlegt mal, guck mal. Dreimal blau, zweimal dies, und jetzt einmal Gold. Und ich habe jetzt eine Aufgabe gemacht. Immer diese Aufgaben mit Schmuck kriegt man eh immer eine Karte. Also die kriegt man so schon, ne? So relativ leicht. Ja, hätte irgendwie was Cooleres sein können hier. Vor allem so wenigstens am Ende, wenn man diese 150 Kilo zum Beispiel hat, dass man dann. Gut, man bekommt hier am Ende des Dings nochmal 10 Diamanten. Das ist ja auch ganz nett. Ja, aber sonst. Timo. Was ist mit dem Timo? Wo braucht er Hilfe? Bei den Tomaten. Ja, dann helfen wir dem doch mal, ne? Bitte sehr. So. Jetzt sind wir bei. Oh. Eine Aufgabe noch. Ein Lieferwagen noch, dann ist es soweit. Ah ne. Ist schon soweit. So. Ja, mega. 122. Gut, es ist jetzt nichts passiert. 12 Diamanten habe ich halt bekommen. Mehr ist halt echt nicht passiert. Aber. Ja. Ja. Was kriege ich bei 100? Zwei, nee, ich bin 122. Was kriege ich bei 123? Kriege ich ein Feld. Ja, das Feld ist halt immer gut. Und man darf ja nicht vergessen, ich brauche jetzt 949.000. Aber ich kriege ja hier durch. Oh, guck mal hier, heiße drei Stadtbesucher. Ich kriege ja hier. Ne, wo ist es? Wie viel kriege ich noch? 370, 180 sind 470, 400, 500,
40 oder so, 500, ach, keine Ahnung, 500 und das ist schon wieder über die Hälfte. Boah, das ist ordentlich, ne? Schon wieder über die Hälfte des Levels, die ich alleine dadurch bekomme. Ja, perfekt, perfekt. Also beschweren kann man sich da eher nicht. So, jetzt sammeln wir das noch ein. Zwupp. Und mache ich jetzt nochmal Möhren? Ja, komm, dann habe ich Ruhe. Ich gucke gleich nochmal rein. Dann habe ich Ruhe mit Möhren. Ne? Dann habe ich das auch. Kann man eigentlich hier? Kann man echt? Kann ich hier hinten? Krass, ich kann hier hinten das holen, rein theoretisch. Oder das hier. Weil es an der Straße ist wahrscheinlich, ne? Sehr interessant. Nee, aber ich mache das ganz, ganz ordentlich von der Seite. Und mache ich aber erst die hier fertig? Na, ich weiß es nicht. Ich finde die Dekos hier übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das weitermachen soll. Weil, naja, es kostet sehr viel Geld. Ja. Bin jetzt gar nicht so ein großer Fan davon. Also ich tue die mal weg, weil ich sehe die Dekos jetzt auch noch nicht so wirklich irgendwo. Dann mache ich jetzt lieber irgendwas anderes. Die Deko hier hinten, die finde ich cool. Ist die eigentlich fertig? Nein, die ist nicht fertig. Ich glaube, ich würde eher das nehmen. Das erste kann ich holen. Ich kann's holen. Oh, 250.000 für eine Deko. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, muss ich mal gucken. Kann man machen, muss man nicht. Ach, der Baum, den kann man auch fertig machen. Ja. Der ist eigentlich auch schön. Also die beiden Dekos lasse ich stehen. Die anderen beiden finde ich jetzt nicht so schön. Also da bin ich auch nicht bereit, so viel Geld für auszugeben. Werde ich eher nicht machen. Ne? Werde ich eher nicht machen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und über jedes Kommentar freue ich mich auch. Bis bald, eure Ente. Tschüss.